Wow, wow, wow. Nein. Ach du Scheiße. Na, das ist der Atem vom Drache. So sieht er aus. Der ist lila. Das ist schön. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Snapshot-Folge. Und zwar 15W33B, soweit ich das gehört habe. Ja, heute geht es wieder um ein paar Änderungen. Und wir fangen direkt gleich an. Hier mit dem komischen Drache. Und zwar, ich habe jetzt herausgefunden, was das hier für eine Schüssel ist. Das ist, also ihr habt es ja im Pre-Intro oder wie das heißt, gesehen. Der Drache setzt sich sozusagen oder packt sich hier fest, macht dann so ein lilanes Zeug hier hin, was dann der Drachenatem ist, und von dem bekommt man Schaden, von dem stirbt man auch. Ja, so, hat sich gesessen. Ja, schön. Also, warum mache ich Game of 3? Also, eine... Naja, das gab schon davor, aber ich wollte es jetzt auch nochmal ansprechen. So, kommen wir jetzt nun zum Eigentlichen. Ihr seht, Sache ist, Lingering Tränke gibt es hier. Lingering Tränke sind die Tränke, die halt, den Effekt machen. Hier habe ich jetzt in diesem Radius Jump Boost. Für 5 Sekunden ungefähr und das jetzt noch für eine Minute, für fast 2 Minuten. Und die sorgen einfach nur dafür, dass es, wenn es irgendwo auf den Boden kommt, so ein riesiges Feld entsteht. Mit Effekten. Natürlich geht das natürlich dann auch wieder zu Lags, das ist klar. Sag mal, Kann ich auf den Drachen eigentlich irgendwelche Effekte werfen? Nee, ne? Hey! Alter, wo? Wo will denn der hin? Ach komm, egal. Ach krass. Das geht auch in der Luft, sobald die zerspringen. Ja, das ist natürlich auch was. So, jetzt gibt's natürlich ein paar Lags, dadurch, dass es so viel ist. Und wir haben hier natürlich noch mehr Tränke, nämlich noch einen besonderen Trank, das ist der Dragon Breath, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist der Drachenatem. Ihr habt im Pre-Intro, oder wie das heißt, habt ihr gesehen, wie das dazu gekommen ist, und zwar, der Drache setzt sich hier fest, spuckt dann lilanes Zeug. Man muss mit einer leeren Glasflasche einfach drauf losgehen. Yes. So, ihr seht jetzt, das ist das Teil. Und man bekommt auch, wenn man drin ist, Schaden. Jetzt habe ich nur leider das Pech, dass ich keine leeren Glasflaschen habe. Aber ihr könnt es euch natürlich vorstellen. Egal. Ich habe es in der linken Hand. Krass. So. Ja. Das macht er dann. Genau. So, ich kann es jetzt noch mal nicht einsammeln. Ich kann es. Ja, gut. Warte mal. Wenn er sich das nächste Mal festbackt hier. Der Enderman ist gerade ein bisschen wütend. So. Aber nicht auf mich. So, wir haben hier eine Enderperle. So, jetzt komm. Ich möchte es hier demonstrieren. Komm. Bitte. Er macht's gleich. Ich kenne ihn doch. Den alten Hausdrachen. Hat gerade eine Feuerkugel geschmissen. Hui. Jo. Okay. Ja gut. Habe ich gesagt, dass ich im Ende überleben werde? Warum? Ey, bitte. Haut ab. Wer ist das? Das Teil... Ah, da hinten. Das Teil hat irgendwie nicht funktioniert. Weil ich zu doof bin, das einzuschalten. So. Wie wär's mal mit Game Mode 1? Soll helfen im End. So. Also.
Schnappen wir uns nochmal hier leere Glasflaschen. Ah, scheiße. Und jetzt kann ich theoretisch... Ich werde hier zurückgeschleudert. Ja, ich hab's. Ich hab einen. Irgendwie ist das nicht ganz so einfach. Doch, jetzt. Jetzt geht das. Aber es verschwindet natürlich... Unglaublich. So, unglaublich. Fliegen wir nochmal ans End. Warum denn nicht? So. Ja. Kann ich jetzt... Danke. So, das war's dann beim Enderdrachen auch. Wir haben natürlich, was haben wir denn noch, Wir haben natürlich noch ein bisschen mehr zu bieten, das ist natürlich klar. Den Schalke habt ihr schon gesehen. Also wer die letzte Folge nicht gesehen hat, unbedingt einschalten. Da kommen jetzt, da werden dann die Grundsachen erklärt für die 1.9. Also die Sachen, die dann übernommen werden, die ersten. Jetzt, ich erzähle natürlich jetzt nicht nochmal, was hier mit den ganzen Blöcken los ist, ne? Oh, müsst ihr schon das andere Video sehen. So, gibt's ja auch noch andere Tränke, wie den hier, keine Effekte, die geben einfach keine Effekte. Und was soll das hier jetzt für ein Kack? Ja, die geben keinen Effekt. Doch, der. Ach so, Night Vision. Night Vision. So, ich verstehe nicht, warum. Na gut. Ja, kommen wir jetzt zum nächsten. Und zwar ist das... Ach, Mann, ich muss meine Milch trinken. Es läuft hier alles wieder so ein bisschen aus dem Ruder. Kommen wir zum nächsten. Das ist was Gruseliges. Ich hoffe, ich finde es. Wenn nicht, dann kann ich es euch erklären. Hier am Rand sollten irgendwie seltsame kastenartige Teile rumfliegen. Mit einem Portalring oder sowas. Keine Ahnung. So. Tut mir leid. Kurze Unterbrechung. Ja. Irgendwas Schwebendes soll hier sein. Ich finde es jetzt gerade auch nicht. Das ist auf jeden Fall hier außenrum. Nein, irgendwie finde ich es jetzt gerade nicht. Tut mir leid. So. Das sind auf jeden Fall kastenartige Teile aus Endstone und einem Portal oder sowas. Keine Ahnung. Und ich verstehe auch nicht, warum das hier jetzt gerade da ist und der Drache nicht da ist. Das muss ich nicht verstehen, ne? Weil mal. Das ist doch. Das sieht doch geil aus. Oder? Mal, ich warte auf den richtigen Moment, wo die Partikel weg sind. Da kommt der Drache und... Pow! Perfekter Screenshot. So. Ja, das war's dann aber auch eigentlich. Sag mal. Das war's dann auch eigentlich. Wir können den Drachen... Ach so, ja. Wenn der Drache hier sitzt, können wir ihn nicht mit einem Bogen abfeuern, sondern können ihn nur mit einem... mit einem Schwert angreifen. Also, da fehlt mir gerade die Worte. Boah, Alter, ist der schnell. Das Viech hat Leben. Na gut. Ja, genau. Ich kann den Drachen nicht mit einem Bogen... Warum brennt der? Warum brennen die Pfeile? Aber ihr seht, ich mache ihm keinen Schaden. Wir können ihn jetzt wieder Schaden machen. Und das war's dann aber auch schon wieder soweit. Da sind einige Leute sauer, habe ich das Gefühl. So, das war's dann auch schon wieder von der Snapshot-Folge. Es gibt natürlich noch ein paar Kleinigkeiten, meine Scoreboards und... ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Nichts Wichtiges vergessen. Und dann bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns bei einem anderen Video wieder. Macht's gut. Ciao.